Hallo Freunde, heute gibt es endlich mal wieder ein YouTube-Video und zwar geht es heute ums Grünland, auf was man da achten muss, welche Möglichkeiten man hat, es zum Optimieren. Und dafür habe ich der Hans eingeladen, von dabei war, und der schaut mit mir jetzt einmal geschwind an, wie bei uns der Boden aussieht und was wir jetzt für Möglichkeiten haben. Servus Jonathan. Ich grüße dich, Hans. Schön, dass ich bei dir auf der Alp sein kann. Wir haben bei der BayWa ja so das Thema, dass wir nach Möglichkeit auch die Eiweißstrategie in der Wiese umsetzen. Und wir haben so 6 Schritte. Das eine ist das Thema, dass wir uns die Bodenuntersuchung anschauen. Und wenn wir in die Bodenuntersuchung reinschauen, dann stellen wir oft fest, dass auf den Wiesenflächen der Kalk fehlt. Das können wir ja zum einen mal mit dem ganz normalen klassischen pH-Meter machen. Oder man testet es so auf die Schnelle mit der Salzsäure. Okay, dann testen wir das als erstes mal, hätte ich gesagt. Die 10%ige Salzsäure, die tröpfelt man einfach ein bisschen auf den Boden. Und wenn Kalk im Boden ist, dann fängt es an zum Schäumen. Und wenn kein Kalk da ist, dann schäumt es auch nicht. Und man denkt ja eigentlich immer, hier auf der Alp ist ja alles Kalkstein und wir haben sowieso genug Kalk im Boden. Dem ist aber nicht so. Wir gucken das uns jetzt einmal geschwind an. Und zwar ist hier im normalen Boden, sieht man, dass nichts schäumt. Und da habe ich jetzt einen Kalkstein mal dazugelegt. Und wenn man jetzt auf den Kalkstein drauf träufelt, dann fängt es an zum Schäumen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier im Boden zu wenig Kalk haben. Das wäre so der erste Schritt, den man kontrolliert, weil das einfach wichtig ist. Wenn wir 100 Kilo Stickstoff geben und wir haben zu wenig Kalk, dann ist es gerade so, als würdest du nur 70 Kilo geben. Und damit geht natürlich ein großer Teil einfach verloren, das sind Kosten. Wenn wir das jetzt abgeklärt haben, dass wir sagen, von den Grundnährstoffen beim Kalk, beim Kali, da sind wir gut ausgeglichen, wäre so der zweite Schritt, den wir dann in der Wiese schauen und sagen, haben wir Moos, haben wir gemeine Rispe und die versuchen wir rauszustriegeln. Jetzt ist natürlich idealer Zeitpunkt, gerade hier jetzt hat bei euch die Vegetation ist noch nicht ganz so weit, den Striegel ganz scharf einstellen und fahren. Und wenn es ein bisschen feucht ist, lassen wir die Walze weg. Und wenn wir nur einen Arbeitsgang brauchen, dann können wir im Endeffekt auch die Aussaat gleich miteinander kombinieren. Dann wäre noch so der letzte Arbeitsschritt, der kommt, einfach zu sagen, okay, da war jetzt viel organisches Material und wir wollen das ein bisschen fester machen. Dann, dass man die Walze abhängt und mit der separat einfach nochmal fährt mit 5 km/h, dass aber wirklich der Bodendruck gut ankommt und deswegen langsam fährt. Mhm. Und so diese 6 Schritte, die Bodenuntersuchung, die Grundnährstoffe, das Thema die Wiese vorbereiten zum Striegeln. Dann natürlich die richtige Nachsaat, das heißt, wenn ich eine Schnittweide habe, brauche ich andere Zusammensetzungen, als wenn ich eine Rinderweide habe oder wenn ich eine Pferdeweide habe. Und dann natürlich zum Schluss nochmal die Pflege und die Kontrolle. Und das alles zeigen wir auf unserer Grünland-Roadshow, die quer durch Bayern und Baden-Württemberg. Also Hans, ich danke dir recht herzlich fürs Vorbeischauen, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich aber auf die Alp kommen kann. Ja, sehr gerne. Alles Gute im Grünland. Vielen Dank. Wir drehen jetzt noch ein paar Runden mit dem schönen 314er. Vielen Dank an die BayWa. Geiles Gespann. Wir sehen jetzt hier noch unsere wunderschöne Wiese im Hintergrund nach.